Freunde, wir haben krasse Nachrichten, es eskaliert, wir haben Gym Pokémon bestätigt für nächstes Jahr. Das heißt nicht nur das Team Rocket, sondern auch das Gym Set kommt. Gym Hero, Gym Challenge, neue Flagge mit populären Trainern von Sonne und Mond, Schwert und Schild haben wir schon mal fix. Ich habe alle Infos dazu, auch mit Karten. Plus, wir haben jetzt Leaks von dem nächsten 151er Set, wo wir darauf eingehen, das neue Online-Spiel, wo man auch einen Trailer jetzt hat, wo man sieht, okay, das könnte eine große Nummer werden wie Pokémon Go, dass man interagieren kann, mit anderen tauschen kann. Plus, wir haben Leaks von dem neuen Drachen-Set. Und ja, da haben wir jetzt richtig coole Karten. Einmal hier Latios Illustration Rare. Gehen wir mal die Karten kurz durch. Ja, also wie ihr seht, ich denke mal, die meisten von euch haben schon gesehen, wir haben Latios quasi mit Latias EX. Und ja, die beiden ergeben sozusagen ein Puzzle. Ja, die beiden gehören zusammen, wie ihr seht, wenn wir so schauen. Der ist links, den haben wir rechts. Und ich glaube, das ist nicht schlecht gemacht. Wäre vielleicht besser gewesen, die beiden wieder zusammen zu haben, wie schon ist Sonne und Mond. Aber hey, ich glaube, wir können uns nicht beschweren. Ich glaube, das ist stabil. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich denke mal, das wird eine recht teure Karte sein. Also ich bin mir sehr sicher, dass die über 100 Euro kosten wird und auch dann gespannt mit dem Puzzle, wie das nachher sein wird. Aber ja, erinnert so ein bisschen an die Hard Gold Soul Silver Zeit mit den Puzzlekarten, ja, mit den Legenden. Dann haben wir das Over, was extrem cool aussieht, und da haben wir auch schon so ein bisschen einen Teaser. Wir sehen das Alola Kokovai plus, ja, wir haben hier die Karte, die schaut extrem krank aus. Wir haben die Stella Kokovai Karte und die Karte bekommt von mir 10 von 10. Ja, ich würde sagen, da kann man nicht viel besser machen mit dem Kokovai. Meiner Meinung nach die nächste Top-Karte aus dem Set. Da kann man sich echt nicht beschweren. Pokémon Company hat hier meiner Meinung nach richtige Banger rausgebracht. Das Set kommt am 13. September raus in Japan und bei uns wird das Ende Oktober, glaube ich, war das der Release. Surgical Spark wird das Set bei uns heißen und auf Japanisch Paradise Dragona. Ja, das ist mal das eine. Plus, jetzt haben wir das nächste, und zwar das nächste, was wir uns anschauen werden, ist mal, ja, ein Trailer von dem Pokémon Pocket Game, was wir jetzt dann haben. Und da müssen wir diskutieren, ob das Ganze einen starken Einfluss haben wird. Aber schauen wir uns jetzt mal gemeinsam den Trailer an. 1, 2, 3, go! Okay. Also mal in unterschiedlichen Sprachen sozusagen. Ist eine interessante Sache, ja. Wie das einschlagen wird, ich bin gespannt, ja, ob hier Sammler beginnen werden, diese Karten hier zu sammeln, ja, ob es dann seltene Karten gibt, die man tauschen kann, ob diese Karten mal für echtes Geld weggehen, dass man sie tauschen kann, das ist die Frage. Ich würde mal sagen, digitale Objekte sind jetzt nicht unbedingt uninteressant, ja, die können auch interessant sein, ja. Sehen wir mal das erste Set, und da haben wir schon ein paar Leaks, wie ihr seht. Und ja, es ist ganz klar, die bringen hier ein neues 151er Set raus, ja, in diesem Spiel, was sie da rausbringen. Das Ganze kommt am 30. Oktober übrigens, ja, so viel dazu. Und ja, es wird ein 151er Set sein. Die Theorie ist, dass hier quasi Karten drinnen sein werden von den Artworks, die eventuell für das Spiel nicht genommen worden sind, ja, oder. Denn wir haben jetzt hier zum Beispiel nicht nur die, sondern auch hier das Evoli zum Beispiel. Und ja, da war schon eine Spekulation. Die Karte schaut irgendwie bekannt aus, ja, als hätte man quasi hier sich gegen diese Karte vielleicht entschieden in echt. Ich finde, sie schaut gut aus, aber im Prinzip vom Design her
schaut das schon sehr, sehr ähnlich aus von dem, was wir eigentlich schon gesehen haben. Ja, also jeder, der Pokémon-Karten sammelt, weiß, das ist kein unbekanntes Design, ja. Also der Artist hat generell das Spiel als Gengar Remix gezeichnet. Und bin ich sehr gespannt. Ja, es werden ja einige Karten drin sein, die Leute gerne hätten in echt. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Auch hier mal das Mewtwo. Schon ein bisschen kleiner aus das Foto, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ob dieses Ding hier einen großen Effekt haben wird auf dem Pokémon-Markt, ich hoffe es ehrlich gesagt, ja. Mich freut ja sowas, wenn da etwas Neues ist und man Videos machen kann über etwas. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall runterholen, ein bisschen spielen. Bin auch gespannt, ob es Pay to Win ist oder ob jeder alles kriegen kann durch Spielen. Ja, ich glaube, wenn man es so nebenbei beim Handy spielen kann, ja, ist es schon eine ziemlich coole Sache. Schreibt mal eure Meinung dazu hinein, ja. Und jetzt kommen wir zum Letzten. Und das Letzte, was wir haben, die letzte Neuigkeit ist sozusagen, ja, wir haben die Gym-Karten zurück. Und was ich persönlich feiere, ist, ja, wir haben Lilly drinnen hier. Das wird Lilly-Karten wieder mal Aufmerksamkeit schenken. Ist ja keine Unbekannte in Pokémon TCG. Hier haben wir das Clefairy. Dann haben wir hier vom Mani Crimsnull EX. Auch hier. Da hätte man sich vielleicht ein anderes Pokémon gewünscht, wie das Morpeko, wird aber sicher auch kommen. Und das sind jetzt schon quasi schon einige Hausnummern hier, weil Mani und Lili sind eigentlich die Trainerkarten, zum Beispiel Schwert und Schild und von Sonne und Mond. Plus, wir haben dann auch schon den League mit Ans Reshiram. Ja, erinnert so ein bisschen an etwas wie das, was hatten wir? Da gab es schon eine ähnliche Karte eigentlich, eine Character Rare Karte mit Zekrom. Und N drauf. Und jetzt haben wir Ans Reshiram. Das heißt, wir werden so Full-Out-Karten kriegen. Bam. Bin ich sehr gespannt. Da werden einige krasse Karten drin sein. Würde mich nicht wundern, wenn da auch wieder ein Glurak drinnen ist. Plus, wir haben auch hier. Boah. Boah, ich muss schneuzen gleich. Wir haben hier auch von N Zoroark und das Reshiram im Normal. Das heißt, ja, wir werden hier die Karten kriegen normal. Ja. Plus die Full-Out-Karten dann schlussendlich in der seltenen Form. Ja, natürlich auch Special Illustration-Karten. Also das zusammen mit dem Rocket wird eine heftige Sache. Ich habe jetzt noch für euch rausgesucht den Trailer. 1, 2, 3. Schauen wir uns mal den Trailer an. Der Gym-Pokémon. 1, 2, 3. Los geht's. Habe ich noch nicht gesehen übrigens. Bin gespannt. Ah ja, da mal Lilly. Bin gespannt, ob Ash dabei sein wird. Wird auf jeden Fall ein ziemlich heftiges Set. Oha, Terra. Schau Pen, oder? Bin ich gespannt, ob Generation 9 Pokémon drin sein werden. Glurak hatten wir schon einige. Schöner Pokémon, ja.
Also, das ist schon ziemlich viel, was nächstes Jahr kommt. Ja, jetzt einmal das Drachenset schaut gut aus. Wir kriegen das Evoli-Set im Herbst, im Dezember. Dann kommt das Chim-Set, das Rocket-Set. Also, nächstes Jahr wird richtig brutal, ich glaube. Da gehen wir so back to the roots. Erstmal eure Meinung da zu den ganzen hier. Ich glaube, es ist sehr viel Information. Und wow, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das nicht nur Special Sets werden, sondern auch richtige Boosterboxen rauskommen werden. Like das Video, Leute, lasst ein Abo da und schaut euch hier ein Video an. Wow, wir haben uns.